Hallo. Grüß dich, Marina. Abul Bara ist Hallo. dran. Ja, ich weiß. Hast dich schon gefreut auf unseren Anruf heute? Ja, ich bin total nervös. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Als mir der Bruder gesagt hat, Subhanallah, wie viele Frauen konvertieren heute, alles Frauen, die konvertiert sind heute, du bist die vierte mittlerweile. Marina, Ja. wir haben heute schon verschiedene Altersklassen gehabt, vom 14 bis zu dir 23 Jahre auch noch, Genau. mashallah, relativ jung. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Allah, es freut mich immer sehr, dass ich höre von besonders jungen Leuten, dass sie nicht dem folgen, was die meisten folgen, sondern dass sie ihren eigenen Verstand benutzen und dass sie zwischen sich und Allah eine Ruhe finden und dass sie dieser Religion folgen wollen, damit sie auch diese Glückseligkeit finden. Hast du durch Ja. diese Religion deine Glückseligkeit gefunden, Marina? Ja, total. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich möchte gerne vielleicht noch, dass du uns ein paar Worte sagst über deine Geschichte, wie du zum Islam gefunden hast und ob du wirklich darüber irgendwann mal in deinem Leben nachgedacht hast, dass du irgendwann mal Muslima wirst. Okay. Also ich bin ja in einer deutschen katholischen Familie aufgewachsen und da war Religion eigentlich nie so ein wichtiger Punkt. Und ich bin dann auch irgendwann aus der Kirche ausgetreten, Warum? weil ich hab mich nicht wohl gefühlt. Also ich habe zwar immer gebetet und alles, aber ich habe halt irgendwie keine Bindung dazu gefunden. Und dann irgendwann habe ich meinen kompletten Glaube eigentlich aufgegeben. Konntest du das Und akzeptieren, dass Jesus der Sohn Gottes sein soll? ich habe das alles nie wirklich verstanden. Also für mich hat es nie so komplett den Sinn dahinter gehabt. Da sind wir zwei. Und dann vor 5 Jahren oder so hatte ich einen Freund, einen guten, und der hat mir halt sehr viel darüber erzählt und hat gesagt, du musst, mach mal Dua, bete zu Allah, und hat mir halt sehr viel erzählt, und dann habe ich auch sehr viel darunter verstanden. Also ich habe verstanden, warum manche Sachen so gemacht werden müssen, genauso wie man halt die ganzen Pflichten, was man hat, ob es Beten ist, ob du ein Dua sagst, bevor du in die Toilette gehst, und. Das hat alles einen Sinn dahinter, und das habe ich dadurch verstanden. Und vor 2 Jahren bin ich dann zu einer Freundin gegangen. Ich habe mich auch sehr viel damit beschäftigt. Und dann habe ich auch meine Schahada schon aufgesagt. Es war allerdings halt nie öffentlich. Okay. Genau, und mir war das jetzt einfach nur wichtig, dass es jetzt öffentlich ist, dass ich auch meine Beurkundung habe, damit ich dann inshallah irgendwann die Hadsch machen kann. Maschallah. Genau. Und du hast gemerkt, dass durch den Islam Ordnung in dein Leben reingekommen ist. Ja, also ich hatte eine sehr schwierige Zeit. Ich bin mit 18 damals ausgezogen, war eigentlich die meiste Zeit alleine. Mit der Arbeit hat es nicht so ganz geklappt und alles. Und genau, das war der einzige Punkt, wo mir dann geholfen hat, wo mir wieder den Sinn zurückgegeben hat. Na, also glaubst du daran, dass manchmal Allah Umstände im Leben von einer Person so hereinbringt, damit sie dann zum Schluss zu einem Ziel gelangen, was Allah für sie schon festgelegt hat? Oh ja. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja. Das ist schön, das freut uns, Marina. Und dann wollen wir auch, inshallah, das Glaubensbekenntnis sprechen. Wie Ja. weit schaffst du das alleine auf Arabisch? Ich habe es jetzt nochmal geübt, damit ich alles richtig ausspreche, Sehr und gut. ich würde es auch alleine versuchen auf Arabisch und auf Ich Deutsch. denke, du schaffst das, inshallah. Bitte schön, Marina. Genau. Eshhadu en la ilaha illa Allah wa eshhadu enne Muhammeden Rasulullah. Mashallah. Wunderschön. Allahumma barik. Das ist sehr, sehr schön, Marina. Ja. Hat uns sehr gefreut, mit dir Kontakt zu haben. Und Ja. versuche mal bitte, Marina, dass du nicht den Glauben lebst, wie viele Leute, die einfach nur sagen, ja, das ist ein Glaube, den man so nebenbei leben soll. So wirst du niemals die wahre Freude im Glauben finden, sondern es muss wirklich dein höchstes Interesse sein, Allah zu dienen. Und wenn du das Ja. schaffst, diesen Punkt zu erreichen, dann wirst du sehen, dass dich nichts glücklich macht außer diese Religion. Und dass das andere alles nur so ein Scheindruck ist. Und du wirst merken, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir in jeder Situation helfen wird. Was auch immer du im Leben begegnest, und du hast ja schon schlechte Zeiten gehabt, Allah azawajal wird dir in jeder Zeit helfen. Vertraue auf ihn, verlass dich auf ihn, denn auf Allah Ja. vertrauen die Gläubigen. Ja? Ja. Das hat Es uns ist auch sehr immer gefreut, wieder Marina. lustig. Es ist auch immer wieder schön, wenn meine Mama versteht, also meine Mutter versteht es zwar und die akzeptiert es, aber es ist immer so schön, wenn man ihr Sachen erklären kann, quasi aus meiner Religion, obwohl sie es gar nicht versteht. Und im Alhamdulillah. Nachhinein,
Und im Nachhinein sagt sie oh, immer, ja, okay, hat schon einen Sinn dahinter. Also sie wird es vielleicht nie machen, Bleib dran, aber sie vielleicht haben wir versteht nächste Woche sich. deine Mutter dran, inshallah, Marina. Wir danken dir für das Gespräch und bitten Allah Azzawajal, dass er dich befestigt. Assalamu alaikum. Dankeschön. آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق حاضرة كل السرائر بادية